Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich frei und möchte mir einen schönen Tag mit ein paar Freunden in Tokio machen. Und nach der aktuellen Planung sieht es aus, als würde es ein ganz, ganz süßer Tag werden. Es ist nämlich immer noch Regenzeit und es ist ein total verregneter Tag heute. Und wir machen sehr viele Sachen indoor. Wir haben uns ein paar schöne Cafés ausgesucht und die möchte ich euch zeigen. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Video. Und los geht's, auf nach Tokio! Unser erster Stopp ist heute Nihonbashi, denn hier gibt es ein Wagashi-Café, wo man nicht nur Matcha trinken und Wagashi essen kann, sondern man kann auch bei der Zubereitung zuschauen, wie das Wagashi hergestellt wird. Und das wollen wir heute ausprobieren. Auf geht's! Das Café Tsuruya no Shinobu befindet sich in Nihonbashi im Korero Muromachi Nummer 3, gleich in der ersten Etage und ist nicht zu verfehlen. An der Theke gibt es nur 7 Sitzplätze, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Im Café könnt ihr euch eines der saisonalen Wagashi aussuchen, welche regelmäßig wechseln. Zudem könnt ihr euch entscheiden, ob ihr kalten oder warmen Matcha trinken wollt. Da wir zu dritt unterwegs waren, haben wir uns natürlich 3 verschiedene ausgesucht und konnten zuschauen, wie der Meister diese wunderbaren Kunstwerke herstellt. Das war wirklich sehr beeindruckend und ich wünsche euch jetzt auch sehr viel Spaß dabei zuzusehen.
Nach dem Wagashi ging es für uns weiter nach Ginza ins Redine. Eigentlich ist dies ein recht teures Restaurant. Ich hatte allerdings online eine Werbung gesehen für ein blaues Softcream-Eis, welches gerade passend zur Rainy Season angeboten wurde. Geschmacklich hatten wir ein wenig mehr erwartet, aber zumindest optisch war es wirklich ein Hingucker. Wenn ich eh einmal in Ginza bin, werfe ich meist auch einen Blick in die KitKat Chocolatori. Dort gibt es vor allem die besonderen Sorten von KitKat zu kaufen und jede Menge Geschenkboxen. Allerdings haben diese auch ihren Preis. In der zweiten Etage befindet sich zudem ein Café. Dort werden Speisen und Getränke zusammen mit KitKat serviert. Für uns ging es dann weiter nach Shinjuku, wo wir das Wired Bonbon Café besuchten. Dieses ist bekannt dafür, dass es eine große Anzahl an veganen Gerichten hat, vor allem aber Desserts. Wir bestellten uns also ein paar bunte Getränke, meine Freundin entschied sich für ein großes Parfait und ich nahm einen Crepe mit ganz vielen Beeren. Alles war sehr lecker und wir konnten den Tag damit sehr gut ausklingen lassen. Das war mein kleines Video zu unserem süßen Tag in Tokio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute einige verschiedene Cafés besucht und ich habe heute ein bisschen sehr viel Zucker gegessen, aber es war wirklich alles sehr lecker. Aber ich glaube, ich muss mir halt erstmal irgendwas Herzhaftes gönnen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über Däumchen hoch freuen und natürlich auch über Kommentare. Was esst ihr denn so gerne, wenn ihr mal draußen unterwegs seid? Was hat euch aus dem Video am besten gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!